Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dartsturm.de. Wow, es ist eine lange Zeit her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und es ist einfach unglaublich viel passiert hier bei uns in der Firma, im Headquarter. Und ja, das Weihnachtsgeschäft und WM-Geschäft, ja, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Es ist absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support an dieser Stelle. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein neues Video, und zwar zum Target Launch. Target hat, ja, das erste Mal gelauncht in 2022 und hat dann gleich drei neue Darts auf den Markt gebracht. Und zwar einerseits den Adrian Lewis Black, ein bisschen angelehnt an den Espinel Black, also auch Swiss Point, auch ein schwarzer Dart. Dann haben wir den John Brown, ein sehr simpler Dart, erinnert ein bisschen an Rob Cross, einfacher Ringgrip, aber die Unterbrechung an einer anderen Stelle. Und ja, so ein typischer Allrounder-Dart. Und zu guter Letzt den hier, Louis Williams. Der ist eigentlich ultra interessant, wenn man sich das mal so überlegt. Er hat unglaublich viele Grip-Bereiche. Er hat eine Beschichtung von der Bolide-Serie, daher kennen wir die schon. Und er ist ebenfalls für Rear-Gripper gedacht oder geeignet. Hat Nano-Grip, Ring-Grip, also ein total spannender Dart. Neben diesen drei neuen Spieler-Darts gab es aber auch neuerdings die Swiss-Point-Spitzen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die Swiss Diamond Search Points, also Swiss Point Spitzen, die sowohl Board Grip, diesen Diamond Grip vorne an der Spitze, als auch Finger Grip, diese Rillen und Axialrillen im hinteren Bereich vereinen, in der langen Länge. Das hat uns noch gefehlt beim Target Launch oder beim Target Swiss Point Erweiterung. Es gab ja alle Spitzen, auch die Nano und Diamond in 35 mm, also gerade interessant für alle, die längere Spitzen spielen. Und komischerweise hatten die gefehlt beim Launch. Und die wurden jetzt auch noch nachgezogen. Das heißt, wir haben einen Mini-Launch mit drei Spieler-Darts, jeweils in Steel- und Soft-Dart und die neuen Spitzen. Flights gibt es natürlich auch, ist klar. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Darts im Detail an. Ich würde sagen, wir fangen zuerst mit dem Lewis-Dart an, arbeiten uns dann durch John Brown und hören dann auf mit dem Louis-Williams-Dart. Und natürlich gibt es auch noch ein paar kleine Makroaufnahmen von den Swiss-Point-Spitzen, denn da werden wir viel, viel häufig nachgefragt mit, boah, wie sehen die aus, haben die Finger Board-Grip, welche Spitzen würdet ihr empfehlen? Und ich denke, ja, das ist so die Spitze, die alles abdeckt, gibt auch in allen Farben, Längen etc. Aber das seht ihr dann im Video. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht viel weiter drum rum und dann los geht's. Schauen wir uns zunächst mal den Adrian Lewis Black Swiss-Point an. Natürlich hat er 90% Tungsten-Barrel, aber dieses Barrel wurde dreifarbig beschichtet. Das heißt, wir haben einerseits das schwarze Barrel, aber blaue Highlights und auch silberne Highlights in den Vertiefungen des Grips. Auf der Unterbrechung findet man noch das Logo von Target, dem Hersteller. Und die Darts, ja, sind ein bisschen angelehnt an die Lewis Gen 4. Sieht man gerade vorne an der Nase sehr, sehr schön. Und auch die Barrelform, die Griparten, also die Grip-Aufteilung besser gesagt, die passt eigentlich genau zum Lewis Gen 4. Neu ist dagegen Swiss Point System. Das heißt, ihr könnt mit wenigen Handgriffen mit dem beiliegenden Tool, es befindet sich ja immer im Lieferumfang der Swiss Point Darts, die Spitzen des Darts binnen weniger Sekunden mit wenigen Handgriffen wechseln. Generell sieht das Blau sehr, sehr schön aus. Es ist ein schönes, helles Metallic Blau und der Grip, gerade das silberne Grip im vorderen Bereich ist richtig schön griffig, aber nicht zu stark, eher ein bisschen klebend. Hinten den Nano-Grip spürt man kaum, der ist wirklich sehr, sehr fein, bietet dir aber auch gerade als Rear-Gripper nochmal so ein bisschen mehr Halt. An und für sich ein richtig cooler Dart, den gibt es auch in 22, 24 und 26 Gramm und als Soft-Dart in 18 Gramm Gesamtgewicht. Von daher ein richtig schöner Dart für alle Adrian Lewis-Fans, wie ich es einer bin und natürlich auch für alle, die ja, auf die Qualität von Target stehen, blau, schwarz ihre Farbe ist und einen geraden Dart suchen. Weiter geht's mit den John Brown Darts. Das Setup selber ist sehr, sehr auffällig mit diesem Lila, also den lilanen Pro-Grip Shafts und den lila-schwarzen Flights. Aber der Barrel selber ist komplett silber. Das heißt, er ist sehr, sehr dezent und man kann auch jedes andere Setup darauf spielen, was einem gefällt. Den Grip, würde ich sagen, erinnert sich sehr an die Rob Cross Gen 1, wenn der auch nicht ganz so stark ist. Also es ist absolut kein Grip-Wunder. Aber er hat eben Grip von vorne bis hinten, in der Mitte die Unterbrechung mit dem eingravierten Target-Logo, da dann auch nochmal ein paar Axialrillen. Ich glaube, die sind aber eher der Optik geschuldet. Und ja, von daher haben wir einen komplett silbernen Dart mit silberner Spitze, nicht zu griffig, schönes gerades, sehr schlankes Barrel auch, lässt sich damit sicherlich super gruppieren. Und gerade wer ein Problem hat, dass er zu oft am Dart hängen bleibt, weil zu viel Grip am Finger und so weiter, der ist mit dem Dart sehr, sehr gut beraten, weil er hat wirklich einen sehr moderaten Grip, nicht zu aggressiv, schön eng zum Gruppieren, also
könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Dart sehr beliebt sein wird, ähnlich wie der CrossGen 1. Gibt es natürlich auch wieder in mehreren Gewichten, in 22 und 24 Gramm Steel Dart und in 18 Gramm Soft Dart. Gesamtgewicht, ja, eigentlich ein richtig schicker Dart. Zu guter Letzt haben wir noch den Louis Williams Dart. Und den finde ich persönlich sehr, sehr spannend, denn im vorderen Bereich hat man ja eine schön konisch zulaufende Spitze, da drin noch ein paar feine Axialrillen und ein Ringgrip-Element. Und dieser Ringgrip, der geht dann zwei Drittel des Darts bis nach hinten, wobei man im vorderen Bereich diesen doch recht groben Ringgrip dann noch mit feinem Nanogrip verstärkt hat. Da ist er richtig griffig und wirklich kleben, das ist wirklich sehr, sehr schön. Nach der Unterbrechung, auf der sich natürlich wieder das Target-Logo befindet, kommt dann nochmal ein einfacher Ringgrip zum Einsatz. Da läuft der Barrel auch wieder ein bisschen enger zu zum Schaft, dass da quasi kein Übergang ist. Und diese Beschichtung, die dort verwendet wurde, ist dieselbe Beschichtung, wie wir sie von der Bolide-Serie kennen. Also dieses Sandgestrahlte im Wesentlichen, dadurch fühlt sich das auch matt an, nimmt aber auch ein bisschen die Scharfkantigkeit des Ringgrips, wodurch das hier nicht ganz so griffig ist, wie ich es gedacht hätte. Aber generell ist es doch ein sehr, sehr schöner Grip und ja, fühlt sich sehr gut an. Gerade für mich als Regripper, der ihn dann doch relativ weit hinten greift, passt das auch sehr gut. Dadurch, dass ich dann meinen Mittelfinger noch zur Stabilisierung relativ weit vorne am Dart habe, greift auch der Nano-Grip gut, obwohl man nicht zu fest greift. Also kommt sehr, sehr gut hin. Ja, den gibt es in 23 und 25 Gramm, hat 90% Tungsten, wie alle Darts des Launches. Und ist auch als 18 Gramm Soft-Dart erhältlich. Ja, hat aber keinen Swiss Point. Also Swiss Point war nur der Louis Black mit dem Swiss Point-System. Alle anderen beiden haben den normalen, ja, Standard Steel-Dart-Spitzen verbaut, die man dann mit einem Repointer tauschen kann. Dafür gibt es ja dann unseren Spitzenwechselservice. Das war es dann eigentlich auch schon mit dem Target Launch und meinem kleinen Video dazu. Ich hoffe, ich konnte euch die Darts im Detail zeigen, euch die Darts vorstellen und vielleicht ist ja euer nächster Dart mit dabei. Generell finde ich die Darts äußerst spannend, aufgrund dessen, dass ich Adrian Lewis Fan bin. Ja, ist mein Lieblingsdart ja irgendwie der von Adrian Lewis, sorry. Aber ist auch richtig cool. Swiss Point mag ich generell sehr, sehr gerne und von daher eigentlich ein schöner kleiner Launch. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like für das Video da. Hilft mir unglaublich, weitere solche Videos zu machen und ja, bringt jedem in der Dart-Szene natürlich auch unsere Videos näher. Von daher vielen lieben Dank, abonniert gerne den Kanal. Und falls ihr diskutieren wollt, falls ihr eure Meinung zu den Darts mir mitteilen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich darauf antworten, wir können uns darüber unterhalten und vielleicht kann ich euch im nächsten Video dann wieder andere Sachen zeigen, die euch interessieren. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs freundliche Zusehen und bis zum nächsten Video.